Da war es wieder, dieses melodische Lachen. Milan schielte zur Essensausgabe, wo sich eine Warteschlange gebildet hatte. Lange musste er nicht suchen. Ihr rotblondes Haar leuchtete unübersehbar aus der Studentengruppe heraus. Janne war ihr Vorname, das hatte er schon herausgefunden. Und dass sie aus Niedersachsen hierher an seine Hochschule gekommen war und. Dass irgendetwas an ihrem Blick, an ihrer Ausstrahlung in ihm den Wunsch weckte, sie kennenzulernen. Milan fiel es von Natur aus leichter als den meisten seiner Kollegen, Leute in ein Gespräch zu verwickeln. Er sprühte vor interessanten Fragen und wenn er die Augen so zukniff und die linke Braue hochzog, dann wirkte er auf sein Gegenüber wie der beste Zuhörer der Welt. Dennoch Dauerte es gefühlt eine ganz schön lange Zeit, bis Janne auf ihn aufmerksam wurde. Janne war gekommen, um Theologie zu studieren. Sie war nicht auf der Suche nach einem Mann. Aber wenn dieser charismatische Slowene an ihrem Tisch saß, wurde jede Konversation zu einer spannenden Entdeckungsreise durch die Welt der Philosophie und Gotteserkenntnis. Ja, sie ertappte sich dabei, dass sie noch lange danach über die Rätsel nachdachte, die er zu ergründen suchte und dass ihr jeder Dialog oberflächlich vorkam, wenn Milan fehlte. Irgendwann war auch Außenstehenden klar, dass da ganz viel abging zwischen der Norddeutschen und dem Südslawen, dass zwischen den Tausend Themen über Gott und die Welt, die Funken sprühten und dass sich tatsächlich über die Kilometer und Kulturen hinweg zwei verwandte Seelen gefunden hatten. Die beiden wurden ein Paar. Sie gingen durch eine aufregende Verlobungszeit und schworen einander ewige Liebe mitten im gemeinsamen Sommer, im ersten gemeinsamen Sommer. Sommer. Dieses Wort war in Milans Kopf untrennbar mit ganz bestimmten Erinnerungen besetzt. Jeden Sommer seines Lebens hatte er bei Verwandten an der Adria verbracht. Wind, Meer, Segelboote, Felsen, Muscheln, Seesterne und vor allem Sonne von früh bis spät. Das war es, was Milans Seele brauchte, um den stressigen Alltag des restlichen Jahres zu überstehen. Er war ein Echtes Sommerkind. Er konnte mitten in der größten Hitze, im gleißenden Licht dicke Bücher lesen, tief in die geistige Materie eintauchen und dann braun gebrannt und aufgetankt dem trüben deutschen Winter die Stirn bieten. Und nun wollte er seine Braut zum ersten Mal in diese Atmosphäre aus Feigenduft und Wellenrauschen entführen, die sein, emotionales Zuhause war. Janne gefiel es in dem mediterranen Paradies, allerdings traf sie dort auch auf einen alten Feind, die Sonne. Die junge Frau gehörte, was den UV-Index betraf, in die oberste Kategorie. Keltischer Typ. Ihre Haut war von der allerhellsten Sorte. Sie hatte kaum Pigmente wurde also praktisch nie braun, sondern schlichtweg immer sofort rot und das nach wenigen Minuten. Auch war in ihrer Familie schon mehrmals Hautkrebs aufgetreten und deshalb war Janne gezwungen, höchsten UV-Schutz aufzutragen und sich immer durch Kleidung zu bedecken. Die kroatische Sonne, verstärkt durch die Reflexion des Wassers, war ja nochmal von einer ganz anderen Intensität als die in ihrer nordischen Heimat. Liebling, ich, ich muss dringend in den Schatten. Tut mir leid, Milan, aber ich bleibe lieber noch ein, zwei Stunden unter der Klimaanlage. Leider aber diesen Segelausflug werdet ihr ohne mich machen müssen. So stellt man sich als Kind des Südens keinen leidenschaftlichen Sommer vor, oder? Man kann es schon Ironie des Schicksals nennen, ne? was für den einen unbedingte Seelennahrung ist, ist für den anderen unbedingtes Gesundheitsrisiko. Milan versuchte von da an tapfer, sich den Bedürfnissen seiner Frau anzupassen und ein paar kostbare Urlaubswochen im Jahr statt im Süden im Norden zu verbringen. Janne liebte diese stürmischen, kühlen Tage an der flachen Küste, ebenfalls Erinnerungen aus ihrer Kindheit. Ihr Mann konnte aber diesem rauen Klima wenig Urlaubsgefühl abgewinnen. Die heiß ersehnte Ferienzeit gehörte in den ersten Jahren für beide, Milan und Janne, zu den eher unbefriedigenden Themen ihrer Ehe. Es war so desillusionierend, dass sie die beste Zeit des Jahres nicht einfach gemeinsam genießen konnten. Was für ein passendes Beispiel, für das Liebesleben hier auf unserem Planeten. Ne? Wir wünschen uns Fülle und stattdessen wird unsere Bereitschaft zum Verzicht täglich auf die Probe gestellt. Ne? Wir wünschen uns Harmonie, die von selbst fließt, weil alle zur gleichen Zeit das Gleiche wollen und brauchen. Wie einfach wäre das? Aber nein, Liebe besteht gefühlt zu 1% Ekstase und 99% Kompromiss. Das ist so unromantisch. Janne und Milan sind mittlerweile 34 Jahre verheiratet. Sie haben große Höhen und tiefe Täler durchschnitten und sie wissen, was sie aneinander haben. Das Sommerproblem, das juckt sie schon lange nicht mehr so wie am Anfang. Im Süden machen sie einfach lange Spaziergänge am Strand frühmorgens. Oder bei Sonnenuntergang. Die Mitte des Tages hat jeder für sich dort, wo es braucht. Und auch mit dem kühlen Norden hat Milans Seele sich mit der Zeit verbunden. Sie können jetzt beides. Sie sind in beidem zu Hause. Sie sind gewachsen. Ich habe von diesem Ehepaar gelernt, dass es auch romantisch sein kann, Träume ziehen zu lassen, zu verzichten und sich neu anzupassen, sich ungewohntes anzueignen, das ist doch der eigentliche große Tanz der Liebe. Nicht nur zwischen Mann und Frau, in allen Beziehungen dieser Welt. Shabbat Shalom.